Ich möchte euch zeigen, wie ihr Kryptorec Eis bekommt und wie ihr Giovanni findet und wie ihr ihn am besten besiegt. Dazu müsst ihr die Spezialforschung aus den Schatten lösen. Falls ihr diese noch nicht habt, zeige ich später noch die Gründe dafür. Teil 1 beginnt mit besiege 3 Team Co. Rocketrübel, fange 2 Krypto-Pokémon und erlöse ein Krypto-Pokémon. Rocketrübel sind klar, die gibt es entweder hier an Pokestops oder Ballons. Nach dem Besiegen kann man Krypto-Pokémon fangen und gleich erlösen oder man hat vielleicht noch welche übrig von vorigen Kämpfen und dann würden sich diese hier abgebildeten Krypto-Pokémon rentieren zu erlösen, denn die kosten nur 1000 Staub. Also man spart hier Sternstaub, wenn man diese nur nutzt. Einlösen von Teil 1 gibt nicht unbedingt so viel Besonderes. Ein bisschen Tränke, Bälle, Beleber kann man nutzen. Und als Endbelohnung gibt es Erfahrungspunkte, Staub und das Beste wahrscheinlich 3 mysteriöse Teile. Die kann man nutzen für den nächsten Rocket Radar. Teil 2 ähnlich wie 1, besiege 6 Team Co. Rocket Rübel, fange 4 Krypto-Pokémon und erlöse 2 Krypto-Pokémon. Das Schöne an diesen Aufgaben ist, man kann das mit einem Rutsch machen. Das heißt, man kämpft wie hier gegen einen Rübel. Das ist der erste Teil davon, von diesen 6 Rübeln zu besiegen. Das geht ja schön einfach. Wie man hier sieht, macht man das so nebenbei. Die Rübel sind nicht so schwer zu besiegen. Deswegen bekommt man hier möglichst schnell weiter. Und aktuelles Event, das heißt, es sind vermehrt Rübel an Pokestops, beziehungsweise es kommen auch vermehrt Ballons an, nämlich alle 3 Stunden anstatt alle 6 Stunden. Und wenn man sie besiegt hat, kann man danach natürlich gleich das Krypto-Pokémon fangen. Braucht man auch für die Aufgabe und am Schluss erlöst man es. Aber ich würde nicht empfehlen, dieses zu erlösen, weil das kostet viel Staub, sondern eher zum Beispiel ein Krypto-Ratzfatz, wie vorher empfohlen. Einlösen von Teil 2 gibt 15 mittlere Bälle, aber das Besondere wieder die 2 mysteriösen Teile, die man hier erhält. Und am Ende gibt es auch noch Erfahrungspunkte, Staub und das Beste, ein Rocket Radar, das man hier natürlich auch gleich nutzen will. Denn als Aufgabe in Teil 3 kommt besiege Team Co. Rocket, Boss Alo, Cliff und Boss Sierra. Wer sein Rocket Radar ausgeschalten hatte, damit auch in den Ballons auch Rübel kommen, sollte nicht vergessen, in Items reinzugehen und das Rocket Radar wieder zu aktivieren. Eine gute Möglichkeit sind, wie schon besprochen, die Ballons. Da kommt, wenn man den Radar aktiviert, immer ein Boss. Es muss nur der richtige sein, weil man muss jeden Boss einmal besiegen. Immer den gleichen Boss geht nicht. Hier ist Alo als erstes da. Da ist egal, welcher gekommen ist. Jetzt nehme ich einfach Alo. Der nutzt der Ursa als erstes. Hier empfiehlt sich ein Kampf-Pokémon, wie zum Beispiel Lucario mit Steigerungshieb oder Machomai mit Kreuzhieb. Das sind Pokémon, die sehr schnell ihre Ladetage aufladen. Und dementsprechend muss der Alo sehr schnell sein Schild benutzen. Und das ist das Ziel. Er muss möglichst schnell seine 2 Schilde nutzen. Denn dann sind die zukünftigen Pokémon, die man einsetzt, viel effektiver. Denn die können einfach ihre Ladetage machen und besiegen das jeweilige Pokémon. Hier nutzt er Golgandis als zweites Pokémon. Okay, da ist es natürlich nicht so gut, mein Lucario. Aber ich habe das absichtlich jetzt nochmal gemacht, weil er ja sein Schild unbedingt nutzen muss. Okay, gegen Golgandis ist zum Beispiel ein Wasser-Pokémon gut, wie zum Beispiel Garados. Alternativ kann es auch sein, dass ein Lokuk einsetzt. Hier kann man natürlich auch Garados mit Wasserangriff nutzen. Würde er Hypno einsetzen, der hätte Schwäche Käfer, Geist oder Unlicht. Da nutzt man zum Beispiel ein Despotar mit Unlichtattacken. Als letztes setzt er hier einen Shadox ein. Da ist natürlich gut ein Feuer-Pokémon wie Lavatos. Hätte er Banette. Da könnte man auch einen Despotar mit Unlichtattacken einsetzen und würde er Luxtra nutzen, dann würde sich zum Beispiel ein Knackrack oder Groudon mit Bodenattacken rentieren. Man kann ja auch einfach gegen ihn kämpfen, wenn man sieht, es klappt nicht, dann passt man einfach seine Pokémon entsprechend seinen Pokémon an und dann ist er sehr leicht zu besiegen. Und schon erledigt. Am Ende kann man natürlich dann noch das erste Pokémon, das er hat, fangen und das kann natürlich auch shiny sein.
Jetzt fehlt mir noch Sierra bzw. Cliff und hier Glück gehabt, es ist die Sierra. Das heißt, die habe ich noch nicht, also kann ich sie auch versuchen zu besiegen, beziehungsweise ich versuche es nicht nur, ich werde sie natürlich auch besiegen, denn die Bosse, wenn man weiß, was die für Pokémon einsetzt, kann man die Konter-Pokémon natürlich entsprechend wählen. Hier habe ich ein Team vorbereitet mit Melmetal, Staropor und Rionio. Ist einigermaßen gut. Je nach Gegner, gegnerischen Pokémon kann man natürlich andere wählen. Als erstes ist Grammox da. Das hat eine Schwäche zum Beispiel auch bei Gestein und Elektro und da ist Melmetal ideal. Mit Donnerschock und Steinhagel. Alles sehr effektiv dagegen und er hat eine sehr schnelle Ladeattacke. Das bedeutet, Sierra muss oder wird ihre zwei Schilde schnell nutzen. Dementsprechend sind die anderen stärkeren Pokémon, die sie einsetzt, leichter zu besiegen. Melmetal hält auch einigermaßen was aus. Und theoretisch, wenn er den Grammurks besiegt hat, kann man den auch noch bei anderen Pokémon, die sie hat, einsetzen. Bei der wäre auch gegen andere Pokémon, die sie hat, sehr gut. Ich setze jetzt mal einfach mal ein Schild ein, vorsichtshalber. Weil zwei Schilde habe ich ja. Hier mal eins eingesetzt, eins hätte ich noch zur Reserve, was ich wahrscheinlich nicht brauchen werde, aber ist egal. Nutzen sollte man trotzdem alle Schilde. Jetzt ist Grammurks besiegt. Das heißt, ich schaue mal, was als nächstes kommt. Stalos. Da kann ich mit Melmetal nicht so viel machen. Das sieht man schon, nicht sehr effektiv. Das heißt, ich sollte am besten mein Staropor nehmen. Den habe ich ja extra genommen. Für solche Gegner wie zum Beispiel Stalos. Jetzt muss ich auch mein zweites Schild schon nutzen. Der ist ein Boden-Pokémon und sehr effektiv. Man kann auch einen Knackrack mit Bodenangriffen nutzen. Beziehungsweise sollte sie Sumpex einsetzen. Dann wären Pflanzen-Pokémon sinnvoll wie Tangolos, Brigaron oder Folipurpa. Oder sollte der Staraptor oder sie besser gesagt Staraptor einsetzen, dann kann man entweder den Melmetal weiterhin nutzen. Der wäre da auch sehr effektiv, ja, was eigentlich die beste Wahl wäre. Und hier am Schluss setzt sie Dragoran ein. Da hat mein, wie soll ich sagen, Staropor nicht viel Sinn. Gegen Dragoran an sich wäre am besten ein Fee-Pokémon, wie zum Beispiel Togekiss, sehr gut. Alternativ habe ich hier nur Gesteins-Pokémon drin, wie Rionio. Gestein ist zwar sehr effektiv dagegen, aber hält nicht unbedingt so gut dagegen durch. Besser wäre, diese Rionio einzusetzen gegen Chlorak, den sie auch nutzt, oder Hundemon. Die haben beide eine Schwäche gegen Gestein. Aber wie man sieht, ist hier ein bisschen knapp deswegen, aber man schafft es trotzdem. Hier nochmal Melmetal mit Ladetag eingesetzt und erledigt. Ansonsten hätte man wirklich hier vielleicht wieder Togekiss nehmen sollen. Dann hätte das Video jetzt schöner ausgeschaut, aber das war der erste Versuch. Und wenn es so klappt, dann klappt es einfach so. Cliff ist der einzige Boss, der mir noch fehlt. Hier habe ich ihn endlich. Endlich deswegen, denn ich habe ihn schon in meiner Gegend überall an den Pokestops gesucht, wo Bosse sind. Da war meistens Alo, ab und zu Sierra, aber kein einziger Cliff. In keinem Ballon ist er vorbeigekommen. Bis jetzt endlich. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Team habe ich natürlich vorbereitet. Ein ungefähres Team, mit dem man ihn besiegen kann, je nachdem, was er einsetzt. Also, ich probiere jetzt erstmal mit Lucario gegen Lavitar. Man kann alternativ auch Machomai mit Kreuzhieb oder Sumpix nutzen, mit Wasserattacke natürlich. Wäre sehr effektiv und gleichzeitig alle drei Pokémon, die ich genannt habe, die haben eine sehr schnelle Ladeattacke und deswegen wird er sehr schnell sein Schild nutzen. Der Lucario ist allerdings so stark schon, dass ihn Lavitar schon weg hat. Ist aber egal, ich mache einfach die zweite Ladeattacke bei dem nächsten Pokémon. Auch wenn die nicht sehr effektiv ist, das ist egal. Er nutzt sowieso ein Schild und danach habe ich es einfach einfacher. Okay, das ist Panzeron, das heißt, Feuer-Pokémon wäre sehr gut. Hier zum Beispiel Lavatos, man kann auch Reshiram oder Skelabra nutzen. Sollte er als zweites Pokémon Gewaltro einsetzen, kann man auch ein Feuer-Pokémon nutzen. Also würde passen. Setzt er allerdings Seedraking ein, bräuchte man Drache- oder Fee-Pokémon, wie Togekiss zum Beispiel oder Felinara, um das Seedraking zu besiegen. Jetzt am Ende ein Despot da. Ja, Lavatar ist nicht so sinnvoll. Ich kann jetzt bloß nicht wechseln. Gegen Despot da könnte ich natürlich mein erstes Kampf-Pokémon einsetzen. Lucario wieder.
beziehungsweise alternativ auch ein Wasser-Pokémon. Wenn er Garados selber einsetzt, dann bräuchte man ein Gesteins-Pokémon oder Elektro-Pokémon, wie zum Beispiel Melmetal. Und sollte er Sumbex einsetzen, dann braucht man Pflanzen-Pokémon, wie zum Beispiel Tangolos, Rigaron, Forlifobe oder auch Zarude, je nachdem, was man eben hat. Aber hier sieht man, ich setze jetzt einfach, nachdem ich hier die Chance habe, zu wechseln, ein Lucario ein und der macht den Despotar einfach fertig. Und dadurch habe ich endlich auch den dritten Boss, den ich brauche, um weiterzukommen in der Aufgabe. Einlösen von Teil 3 gibt hauptsächlich Erfahrungspunkte und 1500 Sternenstaub als Endbelohnung. Aber es gibt natürlich auch was ganz Wichtiges, das sieht man hier schon, den Super Rocket Radar. Das ist die einzige Möglichkeit, einen Giovanni zu finden, um gegen ihn zu kämpfen und ihn dann am Schluss natürlich auch zu besiegen. Deswegen, wenn man hier eingelöst hat, ein bisschen warten, dann kommt es hoch. Du hast einen Super Rocket Radar gefunden und einschalten, damit man es auch nutzen kann, um Giovanni zu finden. Da man am Ende bei Giovanni den Reg Eis bekommt, sollte man auf diese Wetterverstärkung achten, nämlich Schnee. Dann ist auch der Reg Eis wetterverstärkt, den man fängt. Aber als erstes muss man Giovanni erstmal finden. Man drückt auf den Super Rocket Radar, dann sieht man, an welchem Pokéstop er sein könnte. Man hat es hier gesehen, ich laufe jetzt direkt darauf hin, auf diesen Pokéstop. Das ist der zweite hier. Man sieht jetzt auch, man sieht, Giovanni ist am Pokéstop. Ich kontrolliere nochmal, ja, wirklich. Es wird angezeigt, Giovanni ist da. Das heißt, ich laufe einfach weiter hin. Wunderbar, wenn er am Pokéstop ist, kann ich mir so viel Zeit lassen, ihn zu besiegen, wie ich will. Egal, wenn das Handy abstürzt, sonstige Sachen, ich kann mich wieder einloggen. Und dann auch am Schluss noch den Regeis fangen, falls ein Problem gehen würde. Deswegen ist ein Vorteil, wenn man es an Pokéstop macht. Aber aus der Ferne ist es Giovanni. Und wenn man anklickt, ist es nur ein Täuschrübel. Täuschrübel kann man sehr einfach besiegen. Ist weiter kein Problem. Ist aber ärgerlich. Man hat Giovanni erwartet. Ist nur ein Täuschrübel. Wenn man jetzt weggeht wieder, sieht man, okay, ist es ein Täuschrübel und auch auf dem Radar wird nicht mehr angezeigt, dass es ein Giovanni sein könnte. Teil 4 besteht ja aus Giovanni finden, Giovanni bekämpfen und Giovanni besiegen. Und ich habe auf den Ballon einfach gewartet und was sieht man? Es ist immer der echte Giovanni im Ballon, deswegen ist das die einfachste Möglichkeit. Allerdings bleibt der Ballon nur 20 Minuten, deswegen sollte man vorsichtig sein beim Kampf. Nicht zu lange dauern, denn wenn das Handy abstürzt und man den Ballon wieder anklicken will, um Regeis zu fangen, weil es ein Problem gegeben hat vorher, dann kann es weg sein. Giovanni nutzt immer das Nobilikat als erstes. Hier kann man entweder Machomai mit Kreuzhieb nutzen, Lucario mit Steigerungshieb, wie hier, alternativ Melmetal. Der ist zwar nicht sehr effektiv, aber hält sehr viel aus. Das heißt, man braucht Länge, aber man schafft auch dieses Nobilikat locker. Und die zwei Schilde werden natürlich auch verbraucht, denn wir nutzen hier ganz einfach Pokémon, die eine schnelle Ladetage haben. Und deswegen nutzt der Giovanni, egal was man macht, immer bei den ersten zwei Ladetagen die Schilde. Und danach ist er viel einfacher zu besiegen, die zwei restlichen Pokémon, die er einsetzen könnte. Und was setzt er hier als zweites ein? Ein Kingler, da nutzt mein Ding nichts, mein Lucario. Deswegen habe ich hier ein Elektro-Pokémon, Magneson, gegen Kingler sehr gut. Würde er alternativ Nidoking einsetzen, könnte man Zumpex nutzen mit Boden- bzw. Wasserangriffen oder auch ein Groudon, Knackrack, Garados. Und hätte er ein Cedra-King, dann wäre Togekiss sehr gut als ein Fee-Pokémon. Hier bin ich schon bei seinem letzten Reg Eis, das ist klar, dass es ist. Da kann man nutzen, zum Beispiel auch ein Kampf-Pokémon, wie Mosquito, Meistergriff oder den Lucario, beziehungsweise ein Feuer-Pokémon, Skelabra, beziehungsweise ganz alternativ, wenn man nur was Starkes braucht, was einigem was durchhält, wäre auch eine Giratine-Urform mit Geistattacken möglich, aber nicht unbedingt so gut. Hier habe ich mich extra kaputt machen lassen, damit ich mein Skelabra hier noch einsetzen kann. Sonst würde es noch länger dauern, bis das endlich weitergeht. Und hier zeige ich einfach, wie Skelabra den einfach besiegt. Ich hätte auch noch mein Lucario nutzen können, aber Skelabra habe ich extra deswegen rein für Regeis und den nutze ich jetzt auch, um Giovanni mit Regeis zu besiegen.
Und wie man sieht, der Boss ist besiegt worden. Das heißt, ich habe, was ich wollte, ihn besiegt. Jetzt fehlt natürlich ein bisschen die Belohnungen noch zu sehen. Aber das Wichtigste ist natürlich, ich kann mit 18 Bällen direkt Eis fangen. Die 18 Bälle sind egal, denn egal wie ich wirf, der bleibt auf jeden Fall drin. Ich nutze eine silberne. Warum? Ganz einfach, dann kriege ich einen Bonbon mehr. Wie man sieht, er hat das Zeichen für Wetterverstärkung. Das heißt, ich hatte jetzt wirklich Glück, dass jetzt gerade Schnee war laut Pokémon Go. Bisschen ungewöhnlich für die Zeit. Letzte Zeit war es schöneres Wetter, aber jetzt mal Vorteil, dass es ein schlechteres Wetter ist. Denn jetzt habe ich auch einen wetterverstärkten Regeis bekommen. Schauen wir mal auf die Bewertung. 2 Sterne. Naja, ich habe Besseres erhofft. Einlösen von Teil 4. Dränge, die besten Bälle, Top-Beleber, 2000 Sternenstaub, goldene Himmelbeeren und Erfahrungspunkte. Und Teil 5 besteht eigentlich nur noch hauptsächlich aus Erfahrungspunkte. Wieder 2500 Sternenstaub, diesmal 2 silberne. Jetzt noch Tipp, Wunderbox nutzen, dadurch bekommt man Meltans. Und dadurch, wenn man die weiterentwickelt, hat man ein Melmetall. Und hier am besten Donnerstock und Steinhagel als Attacken nehmen, denn diesen Melmetall kann man hier gut gebrauchen. Und falls man diese Forschung nicht hat, dann sollte man mal schauen, ob man eine von diesen Spezialforschungen bezüglich Team Go Rocket noch offen hat. Denn erst wenn man diese beendet hat, bekommt man dann die nächste, die aktuelle. Fragen bitte in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.